Frank? Bist du schon aufgeregt? Na logisch, wie immer. Guck mal, Isabel, was für eine Riesendekoration. Wir wirken bestimmt wie Zwerge. Hallo, Isabel. Hallo, Frank. Gestatten Zander. Mir gesagt, Sie seien der Entdecker von dem Hünengrab. Was? Sie sind der Entdecker von dem Hünengrab. Jo. Könnten Sie mir bitte mal erzählen, wie das genau war? Wie haben Sie es entdeckt? Ja, also ich ging wie jeden Tag so durch den Wald und plötzlich war es da. Das Hünengrab? Nee. Das Schild, das war plötzlich da. Ja. Sag mal, Frank, ist das dein neuer Hund? Der hat aber nicht viel drauf, was? Du musst sie nur motivieren. Ach was. Elfriede, hau rein. Mahlzeit. Mama, kannst du mir mal die Klappe aufmachen, du?
Du Windbeutel, hast schon wieder die Autoschlüssel vergessen, wat? Meine lieben kleinen Freunde, hier ist nun wieder Onkel Frankies Märchenstunde. Begleitet mich heute in die wundersame Welt der Fabelwesen, der Riesen und der Zwerge. Am vorigen Dienstag, ihr erinnert euch, erzählte euch Tante Brigitte das Märchen vom Schneider Mac. Heute nun sollt ihr erfahren, wer oder was Schneewittchen ist. Es war einmal mitten im Winter. Da saß eine Königin am Fenster und nähte. Und als sie so nähte und nähte und nähte, da stach sie sich in den Finger und drei Tropfen Blut flossen in den Schnee. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Die Ziege antwortete, Mäh, Mäh, ich mag kein Blatt. Show must go on. Großmutter, warum hast du so schnelle Hände? Großmutter. Und die Großmutter führte ihre Hände an den Mund. Ah! Hör mal zu, ich mag keinen süßen Kaffee. Du kannst Morgen oder was? Es ist aus, Cut. Oh Mann. Und außerdem esse ich keinen Salat, ist das klar? Himmel aus. Ede, komm raus. Wir wissen, dass du da drin bist. Ede, komm raus. Ihr seid vielleicht Kollegen, lasst einen nicht mal in Ruhe. Ja, komm rein. Sie haben einen Schnitzel bestellt. Danke. Sagen Sie mal, Herr Ober, das Schnitzel, das riecht so eigenartig. Riecht eigenartig? Ja. Jetzt auch noch? Na Mutchen, ich werde Ihnen mal helfen, über die Straße zu kommen. Das ist aber nett, junger Mann. Ich danke Ihnen. Moment. Wohnen Sie da drüben? Nee. Oder wollen Sie vielleicht einkaufen? Nee. Oder einen kleinen Freund? Na? So, vorsichtig, so. Ich danke Ihnen. Alles klar, dann. Bitte. Ich danke Ihnen. Was ist das denn? Oitikama! Oitikama! Oitirodi!
Eutikama! Eutikama! Nun, Sohn der Sonne, Lieblingssklave des göttlichen Pharaos, bist du bereit für die weite Reise? Weite Reise? Wie meint ihr das? Nun, mein lieber Stupidus, so du ihn hast begleitet zu Lebzeiten, wirst du auch mit ihm gehen im Tode. Ihr meint doch nicht, ich soll? Dort ist dein Arbeitsvertrag. Hast du das Kleingemeißelte nicht gelesen? Du folgst deinem Herrn auch in den Tod. Nein, meine Kinder, meine Frau. April, April. Tja, Herr Schlottermann, dann wollen wir mal. Legen Sie sich mal bitte auf die Couch. Auf die Couch legen? Ich bin eine Couch. Of looking at the world. Everyone has a different dream. Heroes may not be the same as mine. Together we're strong. 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 We can go wrong. Nach dir sehen. Ich wollte allein sein, ja. Nur ganz allein sein. Auf einmal warst du hier. Ich will dich nie mehr weinen sehen. Mit dir durch Licht und Schatten gehen. Ich will dein Freund sein, der dich fühlt. Und ich die Angst berührt. Sie sollten mal wieder Ihre Katze ölen, Dr. Nobody. Mr. Bond nimmt seinen Mund mal wieder sehr voll, oder, Lisbeth? Im Bett wirkte er wesentlich überzeugender. Schnauze! Professor, schalt uns die Laserkerze ein, damit unser kleiner Gerneprotz noch mehr zu laufen hat. Mach doch glatt. Mit links mach ich das. Und wie ich das mache. Sprechen wir jetzt? Nee. Schade. Sehr schade, wo er doch im Bett so gelenkig war. Also, wie war denn das gut worden? Rumpelstütchen? Schneewittchen? Oder Lölzelknüttchen? Oder vielleicht Pürzelschnittchen? Er witzelt immer noch, Lisbeth. So kommen Sie wohl sehr großartig vor, Mr. Bond. Na, Bond? Sehr schön. Dann eine allerletzte Frage. Sagen Sie, leiden Sie unter Bewusstseinsspaltung? Nicht, dass ich wüsste.
Sehr gut. Dann werde ich Ihnen hier und heute dazu verhelfen, Sie fachgerecht und lasermäßig zu spalten. Phase B! Phase B? Oh je. So, mein Lieber. Das ist keine Atomspaltung, das ist eine Bondspaltung. Und Sie haben jetzt noch genau 20 Sekunden Zeit. 20 Sekunden? So kurz. Einer für alle! Alle für einen! Und ich für euch zwei! Grüß Gott! Ja, moin. Sie sind sicherlich von hier, gell? Ja, herrliche Gegend. Besonders heute. Herrliches Klima hier. Ach, wo? Ich sehe nicht. Ja, sagen Sie, stimmt es, dass das Klima hier besonders gut ist für Rheuma? Das kann man sagen. Ich hab meins hier gekriegt, ne? Das ist schon mal ein riesiger Pott. Schiff, ahoi! Hoi, ein Schiff? Na, Mr. Bond, wollen wir immer noch nichts sagen? Toll. Wetten, dass Sie zumindest gleich Aua sagen werden? Dann geht's nämlich ans Eingemachte. Bond ab, Sketch ab, Laser ab, Post ab. Jetzt geht's rund, Mr. Bond. Professor? Sissi, Eieiofei! Halt, stopp, Ende. Ah, er will sprechen. Hoi. Hoi. Mir ist übel, ich finde diesen Sketch zum Kotzen. Also ich auch, los. Mensch. Und das ist meine Rolle. Komm, du redest dir die ganze Zeit. Bin ich euer Joi, bin ich euer Lobo oder so? Komm, so ein Blödsinn hier. Und wie schließt ihr denn schon wieder aus? Das ist immer glauben. Komm, macht euren Sketch alleine. Wo geht's denn los? Das ist ja toll. Hey! Hey! Sollte irgendjemand etwas gegen diese Verbindung einzuwenden haben, dann spreche er jetzt und hier oder schweige für immer. Der Mann ist ein Verbrecher! Ich habe die Beweise dafür! Der Mann ist ein Verbrecher! Lasst mich durch! 10 Jahre lang hast du den Fahrer gemimt, Edel. Jetzt ist Schluss damit. Du bist Nein. Scheiße. Morgen ist erst Vollmond. Morgen erst. Bis morgen. Nicht heute. Schönes Kind, da du nicht reden wirst, möchtest du bestimmt erfahren, was für ein böses, böses Programm dich erwartet. Dich interessiert doch bestimmt, wie man den Menschen um Konfektionsgrößen kleiner macht. Wahrscheinlich bist du wie alle Weiber scharf darauf, eine neue Dauerwelle zu bekommen. Nein! Aufhören! Aufhören! Moment! Ich möchte erst mein Daumenschräubchen anlegen. Du möchtest dich doch bestimmt an den glühenden Kohlen aufwärmen. Wahrscheinlich wird sie erst gestehen, wenn ihr Körper nicht mehr menschenähnlich ist. Nein, halt auf! Ich gestehe alles. Ich sag euch, was ihr wollt. Oh, oh, oh. Spielverderber. Oh, oh. Glaubst du, wir machen das zum Spaß? Wir verlieren unsere Folterprämie. Frag sie doch mal, was sie nicht weiß. Und dann legen wir los. Sag
mir doch mal. Sag ihm doch mal. Den Namen. Den Namen. Meiner Frau. Deine Gemahlin heißt Maria und sie wartet bereits mit dem Essen auf dich. Stimmt. Sie heißt Maria und ich muss nach Hause. Ich schwebe wie auf einer Wolke. Ja, ja, endlich ist es wahr geworden. Mein Traum, mit einer echten Stewardess zu schlafen, Junge. Mit vielen Starts und Landungen, ja. Toll, toll, toll. Wir bitten um Aufmerksamkeit für einige Sicherheitsmaßnahmen.